Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Erneut stand heute in Karlsruhe die deutsche Außenpolitik auf dem Prüfstand. 7 Stunden lang hörte das Bundesverfassungsgericht die Argumente von Regierung und Opposition zum umstrittenen Bundeswehreinsatz in Somalia. Die Richter werden ihre Entscheidung über den Eilantrag der SPD, wie verlautete, bereits morgen Abend verkünden. Kurz vor Ende der Anhörung am Abend machte der Vorsitzende des Zweiten Senats, Marenholz, überraschend einen Kompromissvorschlag. Er regte einen eigenständigen Parlamentsbeschluss für derartige Auslandseinsätze an. Danach würde ein von der Regierung beschlossener Einsatzbefehl erst dann in Kraft treten können, wenn er vom Parlament in Form einer Entschließung gebilligt wird. Dafür würde nach der Verfassung die einfache Mehrheit ausreichen. Außenminister Kinkel, den stellvertretenden UNO-Generalsekretär Wladimir Petrowski im Gericht begrüßte, waren beide einer Meinung. Deutsche Soldaten sind in Somalia für friedenserhaltende Maßnahmen unverzichtbar. Ein Abzug habe, so Kinkel vor Gericht, außenpolitisch verheerende Folgen. Stellen Sie mal vor, wenn wir gezwungen wären, im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit unsere Soldaten aus Somalia zurückzuziehen. Das würde deutschem Ansehen sehr, sehr schaden. Die Frage nach den Folgen für die Außenpolitik aber war nur eine unter vielen, die die Richter beantwortet haben wollten. Eine Kernfrage lautete: Hat sich seit dem Kabinettsbeschluss vom 21. April, der eine humanitäre Hilfe vorsieht, der Einsatz in einen Kampfeinsatz verändert? Es hat überhaupt keine Änderung nach dem 21. April gegeben. Deswegen ja auch mein Unverständnis, dass man so lange mit der Klage gewartet hat, das ist eine Schutzbehauptung zu sagen, es hätte sich hier etwas geändert. Ohne jede Frage hat sich der Auftrag verändert. Am 21. April sah es so aus, als ginge es schwerpunktmäßig um Hilfe für die Zivilbevölkerung, um humanitäre Dienstleistungen. Jetzt ist vollkommen klar, dass es sich um einen rein militärischen Einsatz handelt. General Bernhardt, deutscher Kommandeur in Somalia, versicherte dem Gericht, die Soldaten bleiben nur ein halbes Jahr. Verteidigungsminister Rühe unterstrich dies. Wie der Senat entscheiden wird, ist im Augenblick noch vollkommen offen. Eine Überlegung allerdings am Schluss der mündlichen Verhandlung könnte möglicherweise einen Kompromiss andeuten. Danach könnten die deutschen Soldaten in Somalia bleiben. Auf der anderen Seite verlangt das Gericht aber dann auch eine stärkere Beteiligung des Parlaments an solchen Beschlüssen. Mit einer Entscheidung ist morgen Abend zu rechnen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft haben beschlossen, weiter auf eine friedliche Lösung des Konflikts in Bosnien-Herzegowina zu setzen. Nach einer heftigen Debatte auf dem Gipfel in Kopenhagen lehnten sie die Forderung erneut ab, das Waffenembargo gegen die Moslems aufzuheben, wie es vor allem Bundeskanzler Kohl gefordert hatte. Stattdessen wollen sie einen wirksamen Schutz der Sicherheitszone für die Moslems durchsetzen. Die Sorge der bosnischen Demonstranten ist allzu verständlich. Nur noch 10% des Territoriums ihrer ehemaligen jugoslawischen Republik werden von ihnen kontrolliert. Der Rest ist serbisch oder kroatisch. Und ihre Mahnung an die Teilnehmer des Gipfels, dass bei weiterer Passivität bosnisches Blut an ihren Händen kleben werde, schien lange Zeit seine Wirkung zu verfehlen. Aber dann bewegte er sich doch, der Gipfel. Bundeskanzler Helmut Kohl startete als erster eine Initiative, die Aufhebung des Waffenembargos gegen Bosnien. Doch das fand keine Zustimmung. Für einen Gipfel der Verzweiflung, so meinte Britanniens Premier John Major, sei es noch zu früh. Und Frankreichs Staatspräsident Mitterrand schlug vor, den Wunsch der Vereinten Nationen zu erfüllen und die Truppenkontingente der UN um 7.500 Soldaten zu erhöhen. Beide Länder haben Soldaten in den umkämpften Gebieten. Die Unbeweglichkeit der Gemeinschaft hatte gestern der inzwischen entmachtete bosnische Staatspräsident Izetbegovic gewarnt, werde sein Land noch zur Kapitulation zwingen. Zwischen zwei schwierigen Wegen hat die Gemeinschaft vielleicht den solideren gewählt. Geld und Soldaten. Nun müssen nur noch Truppen her. Die Niederländer haben zunächst einmal 400 Soldaten angeboten. Dann ist Fehlanzeige. Aber was passiert, wenn auch die 7.500 nicht ausreichen? Dann käme die Aufhebung des Waffenembargos wieder in Frage. Eine Lösung am Verhandlungstisch rückte in immer weitere Ferne und ein Krieg mit EG-Beteiligung in immer größere Nähe. Das Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina hat sich über die Weigerung von Präsident Izetbegovic über die Dreiteilung des Landes zu verhandeln hinweggesetzt. Es entschied heute auf einer Sitzung in Zagreb, doch eine Delegation unter Führung des bosnischen Kroaten Baras zu den Gesprächen nach Genf zu schicken. Präsident Izetbegovic versuchte mühsam Haltung zu bewahren. Denn jedermann hier ist klar, diese Präsidiumssitzung war in Wirklichkeit seine Entmachtung.
Sein seit Wochen schärfster Widersacher Fikret Abdic zieht nun nach Belieben die Fäden. Während Izetbegovic weitere Verhandlungen über eine Teilung Bosniens rundweg ablehnte, flogen heute Nachmittag 7 der 9 Präsidiumsmitglieder zu eben solchen Verhandlungen nach Genf. Fikret Abdic als der neue starke Mann über den serbisch-kroatischen Teilungsplan für Bosnien. In Genf wird keine Möglichkeit ausgeschlossen, was nicht heißt, dass wir alles akzeptieren. Als Übergangspräsident wurde heute Franjo Boras bestimmt. Abdic hatte verzichtet, um, wie er sagte, Spekulationen vorzubeugen. In der Sache aber redete er Klartext. Das Präsidium müsse nun Extreme ausgleichen. Abdic selber gilt als moderat. In seiner Region um Bihać gab es bisher keine Kämpfe zwischen Moslems und Kroaten. Serben und Kroaten in Bosnien-Herzegowina sollen sich unterdessen auf einen breit angelegten Bevölkerungsaustausch geeinigt haben. Nach Angaben eines Vertreters der bosnischen Serben verständigten sich die Führer der beiden Volksgruppen Karadzic und Boban darauf, dass die Zivilbevölkerung aus serbisch kontrolliertem Gebiet in kroatisches überwechseln könne und umgekehrt, wenn sie es wünsche. Außerdem wollen beide Seiten Gefangene und Verwundete austauschen. Bei der Explosion einer Autobombe vor diesem Hotel in der nordirischen Kleinstadt Newry wurden heute 2 Menschen verletzt. Der Sprengsatz zerstörte mehr als 70 Häuser und Wohnungen im Zentrum. Kurz vor der Explosion war die Polizei telefonisch gewarnt worden und hatte das Gebiet geräumt. Der Anschlag wird der Terrororganisation Irisch-Republikanische Armee, IRA, angelastet, die gegen die britische Herrschaft in Nordirland kämpft. Es war der 2. Anschlag dieser Art in Newry innerhalb von 4 Jahren. Die 25 gefährlichsten Atomanlagen in Osteuropa können nach Ansicht von Experten ohne Risiko für die Energieversorgung stillgelegt werden. Das geht aus einer vertraulichen Studie der Weltbank und der Internationalen Energieagentur hervor, die der Umweltschutzorganisation Greenpeace zugespielt wurde. An die Stelle der veralteten Atomreaktoren vom Typ Tschernobyl sollten moderne Gaskraftwerke treten. Dies sei sicherer und auch billiger als die Modernisierung der bestehenden Anlagen, heißt es in der Untersuchung. Der Kurs des Dollar hat sich nach dem Höhenflug der letzten Tage wieder beruhigt. Der amtliche Mittelkurs liegt bei einer Mark 68,62. Das ist rund ein halber Pfennig weniger als gestern. Angesichts der Kursschwäche der D-Mark hat Bundesbankpräsident Schlesinger um Vertrauen für die Mark geworben. Sie werde ihre Rolle als Ankerwährung im europäischen Währungssystem nicht verlieren, sagte er heute bei einer Tagung in Tokio. Oberstes Ziel sei die Senkung der Inflationsrate. Sie liegt derzeit bei 4,2%. Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen in einer sogenannten konzertierten Aktion verstärkt die hohe Frauenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland bekämpfen. Ziel sei es, die Chancengleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Es war das erste Mal, dass Frauenministerin Angela Merkel, Gewerkschaften, Unternehmervereinigungen, Arbeits- und Wirtschaftsminister und Frauenverbände zur Krisensitzung nach Bonn gebeten hatte. Grund: der dramatische Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern. Der massive Arbeitsplatzabbau, beispielsweise hier in der Textilindustrie in Sachsen, trifft vor allem die Frauen. Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 20% und ist damit doppelt so hoch wie die der männlichen Arbeitnehmer. Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Für Frauen ist in den neuen Bundesländern die Erwerbstätigkeit weiterhin ein fester Teil ihrer Lebensplanung. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, bei der Gestaltung der deutschen Einheit und bei der Schaffung der inneren Einheit der Bundesrepublik Deutschland, diese Erwartungen der Frauen in ganz besonderer Weise zu berücksichtigen. Die Konferenz heute erbrachte kaum mehr als Appelle. Nötig sei der Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, mehr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Qualifizierungsangebote für Frauen, die auf Arbeitssuche sind. Ein Teil der überkommenen Benachteiligung in West wie Ost, dass die Frauen auch überproportional auf den Arbeitsplätzen für Ungelernte beschäftigt waren und sind. Staatssekretärin De Haas aus Dresden appellierte heute an die Frauen, nicht zu resignieren, sondern für ihre Interessen zu kämpfen. Die Autofahrer in Deutschland müssen von Januar an mit erheblich höheren Kraftstoffpreisen rechnen. In der Bundestagsfraktion von CDU und CSU zeichnete sich heute eine deutliche Mehrheit für den Vorschlag von Bundesverkehrsminister Wissmann ab, die Mineralölsteuer zu erhöhen.
Im Gespräch sind 16 Pfennig für Benzin und 7 Pfennig für Diesel. Zugleich soll die Kraftfahrzeugsteuer für Diesel-Pkw angehoben werden um 7,50 Mark je 100 Kubikzentimeter Hubraum. Die endgültige Entscheidung soll nach den Worten Wissmanns übermorgen fallen. Strittig sei jedoch noch die Einführung einer Autobahngebühr für Personenwagen. Nach Schleswig-Holstein und Bayern hat jetzt auch der Berliner Senat längere Arbeitszeiten für Beamte angekündigt. Im Westteil der Stadt soll die Arbeitszeit um eine Stunde auf 39,5 Wochenstunden angehoben werden. Der Senat erhofft sich dadurch Einsparungen in Höhe von 20 Millionen Mark. Im Ostteil Berlins bleibt es bei 40 Stunden pro Woche. Im Zuge der Sparmaßnahmen ist außerdem geplant, das traditionsreiche Berliner Schillertheater und das angegliederte Schlossparktheater zu schließen. Der Betrieb der beiden Bühnen soll mit Ende der laufenden Spielzeit eingestellt werden. Auch die Kunsthalle und das Symphonische Orchester sollen keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Der Ton zwischen Bundesregierung und Wirtschaftsverbänden wird schärfer. Bundesarbeitsminister Blüm hat nach Angaben der Bild-Zeitung Unternehmen unter anderem sozialstaatlichen Sittenverfall und kriminelle Energie bei der Erschleichung von Leistungen vorgeworfen. Häufig würden Betriebsausgaben manipuliert. Hinzu kämen die illegale Überlassung von Arbeitnehmern, Lohndumping und Urkundenfälschung. Das Blatt beruft sich auf einen Brief Blüms an den Präsidenten des Bundesverbandes des deutschen Groß- und Außenhandels, Fuchs. DIHT-Präsident Stiel sprach daraufhin im Hessischen Rundfunk von pauschaler Verleumdung und einem Entlastungsangriff in Sachen Pflegeversicherung. In Anwesenheit des früheren Präsidenten von Tansania, Nyerere, wurde heute in Bonn der Gründung des Kinderhilfswerks UNICEF gedacht und daran erinnert, dass jede Woche 250.000 Kinder an Unterernährung und Krankheiten sterben. Der UNICEF-Botschafter Ustinov und die Friedensnobelpreisträgerin Menchú aus Guatemala wiesen darauf hin, dass Millionen Kinder in den Großstädten Lateinamerikas und der früheren Sowjetunion auf der Straße leben und keinerlei Zukunftsperspektiven haben. Immer mehr Kinder müssten für die Fehler und Versäumnisse der Erwachsenen zahlen. So seien sie auch Opfer von Kriegen, Verschwendung und Korruption. UNICEF Deutschland hat zu einer weltweiten Bürgerbewegung für die Interessen der Kinder aufgerufen. Die Polizei in Nürnberg hat einen Schleuserring zerschlagen. Die Bande soll in den letzten beiden Jahren etwa 2000 Tamilen aus Sri Lanka illegal nach Deutschland gebracht haben. Die meisten Flüchtlinge kamen über Moskau und Prag und wurden dann über die grüne Grenze geschleust. Dafür soll die 20-köpfige Schleuser- und Schlepperorganisation insgesamt rund 20 Millionen Mark kassiert haben. Der Brandanschlag auf ein türkisches Lokal in Oberhausen-Rheinhausen vor 2 Wochen war offenbar nicht die Tat von Rechtsradikalen. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich vielmehr um den persönlichen Racheakt eines 27-jährigen Deutschen. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Der dreimalige Wimbledon-Gewinner Boris Becker hat in seinem Auftaktmatch bei den All England Championships Mark-Kevin Göllner aus Bonn besiegt. Mit einer souveränen Leistung konnte der Weltranglisten-Vierte aus Leimen den Angriff des 33 Ränge tiefer eingestuften Tennisaufsteigers abwehren. Allerdings wurde Becker beim 4:6, 6:3, 6:2 und 6:4 voll gefordert, während bei den Damen die Weltranglisten-Erste Steffi Graf trotz einer Fußverletzung mit einem leichten 6:0, 6:0 Sieg gegen die Australierin Sharp in die nächste Runde marschierte. Nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Juni. Ein Wolkenfeld schwenkte heute über die Nordsee südwärts. Gleichzeitig driftete starke Bewölkung über Frankreich und Süddeutschland nordwärts und erreichte am Nachmittag die Mainlinie. Diese Bewölkung gehört zu einem Tief über Südfrankreich, das sich bis morgen Mittag nach Mitteleuropa verlagert. Auf seiner Rückseite dringt von Norden her kühle Meeresluft nach Deutschland vor. Die Vorhersage für morgen. Im Norden wechselnd wolkig und vereinzelt Schauer. In der Mitte wolkig mit gelegentlichen Aufheiterungen und weitgehend niederschlagsfrei. Im Süden vorherrschend bedeckt mit zum Teil länger andauernden Regenfällen, örtlich Gewitter. Tiefsttemperatur im Norden um 9, im Süden um 13 Grad. Tageshöchstwerte 15 bis 19, in der Mitte 20 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wechselhaft und kühl.